Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, Lieben, weiter geht's genau da, wo wir aufgehört haben, auf unserer Höhlenerkundungstour. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit das hier jetzt noch reingeht. Ich hatte ja gar nicht mit so einer großen Höhle gerechnet. Ich bin ja extra mit euch hier raufgelaufen, zur ersten Höhle neben unserer Absturzstelle, weil ich dachte, dass wir hier zum Start vielleicht eine etwas kleinere, etwas friedlichere Höhle haben. Aber jetzt ist das hier schon so ein Riesenlabyrinth und Gegner sind auch nicht gerade wenige unterwegs. Zum Glück gibt es in den Höhlen aber keinen Respawn an Gegnern. Also zumindest nach dem Ein- und Ausloggen nicht und so wie ich es verstanden habe auch gar nicht. Das heißt, die Bereiche, die wir uns freigeräumt haben, sind zum Glück frei. Also unser Weg nach draußen zurück ist soweit gesichert. Und hier vorne geht es jetzt weiter. Da kamen ja auch schon die ersten übleren Viecher jetzt an. Vorher hatten wir bis jetzt hier drin ja wirklich nur die Standardmutanten. Da vorne kamen jetzt die ersten etwas fieseren Viecher. Deswegen einmal nochmal kurz durchgucken, was unsere Vorräte sagen. Wir haben noch 17 Steinpfeile, noch 7 von den 3D gedruckten, das ist nicht wirklich viel. 12 Kohlefaserpfeile noch, Armbrustbolzen können wir leider nicht benutzen. Handgranaten, das sieht ganz gut aus, Molotov-Cocktails. Ja, mach einfach nochmal 2 mehr, wenn das geht. So, dann einmal kurz Stockvorrat durchgucken. 19 Stück haben wir noch, weil wir haben ja keine Leuchtfackeln mehr. Das heißt, wir werden so ein bisschen mit Lagerfeuern wahrscheinlich arbeiten müssen. So ist mein Plan zumindest, so wie wir das hier machen, gemacht haben. Dass wir so ein bisschen einen Bereich immer beleuchten und die Viecher dann zur Not dahin locken. So, pass auf, wir bauen jetzt auch sogar noch unser Zelt ab. Dann haben wir nochmal 20 Stücke. Mach hier ruhig nochmal kurz an. Falls wir zurücklaufen müssen, hier rein. So. Ja, und dann geht's weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Soweit geht es uns eigentlich ganz gut. Wir haben also Wasser haben wir dabei, Essen, das sieht alles okay aus. Wir haben super Rüstung, sind jetzt komplett in die Mutantenschnitzel gewickelt und haben da auch noch jede Menge Vorrat und kriegen ja auch die ganze Zeit noch wieder neue Rüstungsteile zusammen hier von den Besiegten. So, hier waren wir ja schon ein Stück durch. Bis hinten eigentlich, wo es... Aha, da ist schon wieder einer. Ja, komm mal her. Ist der Letzte, der hier noch rumkriecht? Dann komm mit nach vorne zum Feuer. Na komm. Ja, da kommt er. Ja, nicht da rumstehen. Du sollst hier mitkommen. Hier vorne. Ja, das Feuer schon wieder aus. Aber egal, hier haben wir auch so genug Licht. Da ist er. So, Taschenlampe mal weg. Nicht zappeln jetzt. Ah, natürlich zappelt er jetzt. Genau, in dem Moment. Oh, 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 oh. Obwohl, ich glaube, die gehen sogar... Solange unsere Ausdauer ganz gut ist, so wie jetzt gerade... Dürfen wir mit dem Speer auch schnell genug sein, dass wir die so erwischen. Den haben wir schon. Das geht also auch ganz gut. Das geht also auch ganz gut. Komm, dein Leder nehmen wir ruhig mit. Solange wir noch davon was tragen können. Zap. Alles klar, weiter geht's. Ich habe auch mal ein kleines bisschen die Helligkeit erhöht. Es kamen zwar nur sehr wenige Kommentare rein. Aber es kamen so ein paar Kommentare rein, wo gesagt, dass es doch etwas dunkel hier drin ist. Das liegt natürlich auch immer ein bisschen daran, wo man das Video schaut. Also ich sag mal, am Fernseher oder am Monitor dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Auf dem Tablet schon schwieriger und auf Smartphones ist das extrem schwierig, das anzupassen, weil auf Smartphones sind fast alle YouTube-Videos zu dunkel. Also was nicht im helllichten Tageslicht spielt, wird schon schwierig. Aber ich habe jetzt die Helligkeit mal ein bisschen angepasst. So, hier waren doch jetzt die ersten. Da ist doch schon so einer. Was macht denn der da? Der schleimt da irgendwie rum. Pass mal auf, wir machen das erstmal so. Wir machen uns hier erstmal ein Feuerchen schnell an. So, wir haben 20 Stöcke dabei. Das heißt, wir verbrauchen hier ruhig mal 2. Und machen hier Licht an. So. Da ist er. Das Vieh sieht auch eklig aus. Was macht er denn jetzt? Frisst er noch an den... Ich glaube, er frisst noch an den... Hey, du bist auch ein ekliges Vieh. Komm mal ins Licht und hol dir mal gleich ein paar Pfeile ab, weil du so ein ekliges Vieh bist. So, Bogen raus. Feuerzeug weg. Welche Pfeile haben wir zuerst? Die 3D gedruckten. Da kommt er. Da kommt er. Der aufgeplatzte Wiener Wurstmann. Ho, 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 ho. Wäre cool, wenn wir jetzt ins Feuer geschubst hätten. Soll das da oben dein Kopf sein? Sowas ähnliches? Ich schieß mal drauf. Oh, das war's für unsere Pfeile. Was macht der jetzt? Grunzen. Wir schießen weiter auf den, den wir schon angeschossen haben. Ich glaube, ich habe schon ein paar Pfeile versemmelt. Da hinten ist noch ein dritter. Oh, warte.
Der ist schon umgekippt. Haben wir den... Ist der schon... Ein Hammer? Jetzt frisst der auch noch an dem, oder wie? Die sind auch relativ... Kennen auch keine Freunde. Kaum kippt er um, wird er gleich aufgefressen. Okay, aber einen von denen haben wir. Da ist jetzt nächste. Komm mal ein Stück näher hier. Ja, komm ins Licht. Komm ins Licht. Pfeile ins... Ja, weiß ich nicht, ob das dein Gesicht sein soll. Ich schieß mal rein. Uah! Der Wiener Wurstmann. Der aufgeplatzte Wiener Wurstmann. Kriegst auch noch ein Pfeilchen ab. Oh, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das war's für die Pfeile. Auch noch Steinpfeile rein. So viel wie geht. Wupp. Jetzt frisst der andere auch noch an dem rum. Oder kommt er wieder gehüpft? Jetzt ist er reingeraten ins Feuer. Ich glaube, es hat ihm wehgetan. Ich glaube, er kippt um. Ich glaube, der ist gerade dabei. Jo. Alles klar. Okay, das geht aber eigentlich. Das geht aber eigentlich. Gib mal die ganzen Sachen wieder her. Zack, 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 zack. So, jetzt zu dir, letzter Wiener Wurstmann. Die lassen sich davon aber auch echt ein bisschen zurückdrängen, ne, wenn die ganze Zeit Pfeile abkriegen. So. Gib mal alles her, was du noch dabei hast am Pfeilchen. Er steht da im Dunkeln, Leute, im Halbdunkeln. Oh! Ah, wir hatten so eine Panzerung abgezogen. Er ist da noch. Mal Taschenlampe an, wenn ihr den... Feuerzeug geht auch. Erstmal kurz. Jo, der hat gesessen. Noch ein Speer rein. Das reicht. Was hast du denn dabei? Was zu essen nochmal? Kriegt mal alles her, was wir hier haben an Pfeilen nochmal. Ich glaube, wir haben mit Sicherheit ein paar verloren. Am besten einfach das Leder holen, dann fallen auch unsere Pfeile wieder raus. Mal gucken, wir haben mit Sicherheit ein paar vorbeigeschossen hier hinten. Und nimm mal bitte die Taschenlampe, das ist besser. Komm, gib die alle wieder raus. Da kommt noch irgendwas gekrochen. Da kommt noch irgendwas gekrochen. So. Ja, hier sind auch schon welche vorbeigeschossen, da auch. Dass wir die alle nach Möglichkeit wiederfinden. Gerade die Kohlefaserpfeile. Was ist das da oben? Das sind auch nochmal Kohlefaserpfeile. Zwei Stück. Da ist noch einer. Da ist noch einer unterwegs. Wir müssen vor allem auch hier rumgucken, dass wir hier nichts übersehen. Diese Boxen kann man nicht aufmachen, ne? Nee. Oh, laufen kannst du also auch. Oh, einen Rücken. Da oben soll auf jeden Fall der Kopf sein, würde ich sagen. Wenn wir da mal einen Speer reintackern. Ah, treffe ich so richtig. Das müsste eigentlich schon ordentlich wehtun. Wo ist unser Feuer aus? Dann machen wir das Feuer wieder an. Der liegt da drauf jetzt, ne? Der ist da draufgefallen. Ne, hier liegt's. Machen wir an. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich eine verpasst, aber wir haben ja genug Reserverüstung. Wenn uns mal jetzt einen kurz verpult, ist nicht so schlimm, während wir das Feuer anmachen. Oder hier ein bisschen Blätter auffüllen. Das können wir schon vertragen. Würde ich sagen, weil wir haben... Oh, den Vorrat voll. Na, komm doch mal reingestolpert. Ja, du, noch ein Stückchen umdrehen. Fuß rein. Ins Feuer. So. Zack, Stück zurück. Wieso ist das jetzt so schnell ausgegangen, das Feuer? Haben wir. Und die Lampe ist auch irgendwie umgefallen, oder? Keine Ahnung. Schnapp alle Pfeile. Okay, wir haben vier Wiener Wurstmänner besiegt. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Und das geht eigentlich sogar, muss man sagen, vom Schaden her. Würde ich sogar sagen, da ist der Wurmwobbler stärker. Gord, my workers are having a lot of trouble getting anywhere inside these caves in complete darkness. We need more lightning in them. It's a safety hazard. Light is lighted up like a Christmas tree. Hank! Hank ist hier. Okay, meine Arbeiter brauchen hier unten mehr Licht. In diesen Höhlen kann man überhaupt nicht, man kommt überhaupt nicht rein hier in völliger Dunkelheit. Das ist eine absolute Sicherheitsfrage. Oder eine Frage von Sicherheitsrisiko. Wir brauchen hier unten mehr Licht. Leuchtet die Höhlen aus wie ein Weihnachtsbaum. Die wollten ja also mehr Licht haben.
Hat nicht wirklich geklappt, so wie es aussieht. So, haben wir dich schon mitgenommen? Ja. Nochmal ein Molly. Taschenlampe wieder an. Nichts übersehen hier. Da, nochmal davon was. Das. Was hast du dabei? Nichts, wir können nur die Munition wechseln. Okay. Den haben wir, den haben wir. Das haben wir. Da ist eine Sackgasse. Es geht nur in die Richtung weiter, wo das nächste Licht ist. Schön vorsichtig. Das ist riesig hier, Leute. Ich hab das überhaupt nicht erwartet, dass wir so ein Höhlensystem vorfinden. Das geht ja immer. Es geht noch immer. Aber guckt euch das mal an. Es wird sogar noch mal größer hier. Und was ist das hier? Eine Höhlenzeichnung. Also entweder steht er irgendwo drin, ne? Es ist ein Würfel und er steht innen drin. Oder es ist eine Grube und der fällt gerade rein. Also in die Tiefe nach unten. Der stürzt so ins nach unten jetzt. Ich würde so eher sagen, das ist eine Grube, wo jemand reinfällt, ne? Oder wo Leute reingeworfen werden. Die liegen hier schon bereit, die nächsten. Die fallen dann da rein. Ne? Würde ich sagen. Keine Ahnung. Ne, vielleicht ne, so eine Art Opfergrube. Vielleicht sollten wir, diese Höhle nicht als unsere erste Höhle zur kompletten Erkundung aussuchen. Aber jetzt sind wir schon so weit. Jetzt gucken wir auch weiter. Ey, was ist das denn jetzt noch für ein Krabbelvieh? Das sind zwei zusammen. Und da kommen Babys noch hinterher. Aber hier haben wir Licht. Kommt mal hier vorne her. Kommt mal hier vorne her. Da kommt er. Was ist so eine Art, was ist das denn? Ein Zwillingskrabbler. Der ist da jetzt irgendwie in die Wand reingeglitscht, glaube ich. Ne, da hinten rennt er noch. Und die ganze Schar von den Horrorbabys natürlich hinterher. Komm her, die können wir mal eigentlich ganz gut an, immer den Speer. Die Babys kann man gut... Das ist das andere Vieh. Grunzt er nur so rum oder reagiert auf unsere Taschenlampe? Mal Licht aus. Bewegt er sich nicht mehr, ne? Doch. Oh, und wie er sich bewegt. Vorsichtig näher ran. Mach mal kurz die Matte auf. Ich will mal austauschen hier. Wir machen mal eben... Zeitbombe wird getauscht gegen Molotow-Cocktail. Der steht ja zwischendurch immer recht lang still, ne? Zünden an. Jetzt gerade zum Beispiel. Am besten gleich werfen. Getroffen. Sagt gar nichts dazu. Lässt sich fröhlich ankokeln. Okay. Na dann. Zünd noch einen. Warte. Jetzt bewegt er sich nochmal. Bewegt sich nochmal. Langsam. Nicht so viel Krach machen. Da ist er. Getroffen. Oh. Oh, ich bin fest. Hopp. Scheint aber auch nicht so wirklich viel Schaden zu nehmen irgendwie. Das Brutzelfieh. Oder kippt er jetzt um? Nee. Da steht er wieder. Komm, ich mache noch einen drauf. Zünd an. Warte. Ganz ruhig. Du ekliger Zwillingskrabbler. Schön stehen bleiben. So ist gut. Brutzel. Der hält aber echt viel davon aus, ne? Bleib mal schön drin. Ich glaube, es kippt da um. Ich glaube, er ist umgekippt. Ja, ich glaube, das war's. Den haben wir. Alles klar. Machen wir Taschenlampe wieder an. Speer raus. Hallo? Für die kleinen Krabbelviecher. Komm, füll mal Rüstung gleich auf. Zack. Wieder voll. Dann nehmen wir die auch mit. Okay, geht aber immer noch ganz gut. Dann müssen wir auf die Uhr gucken, übrigens, hier drin. Wie spät haben wir? 23 Uhr, wir legen uns hin. Wir legen uns hin, dass wir mit unserem Rhythmus nicht durcheinander kommen. Am besten gleich hier. Zelt. Trinken aber dabei. Das passt. Wir ruhen uns aus. Also die Ausdauer geht auch runter. Wir sind auch schon müde langsam. 23 Uhr ist schon zu spät. Wir hätten eigentlich um 20 Uhr uns hinlegen müssen. 22 Uhr spätestens. Aber egal, so passt es auch. Passt auch noch. Alles klar.
Durstig, hungrig, kein Problem. Trockenfleisch. Noch ein Trockenfleisch. Zack, das ist voll. Wie viel Wasser haben wir noch dabei? 3 Schluck, würde ich sagen. 1. Hier unten Energy Drink oben drauf. Wo wir ja schon voll ausgeruht sind, aber egal, der füllt, glaube ich, nochmal. Super, das ist voll. Alles klar. Mehr brauchen wir nicht. Zelt abreißen, das mitnehmen. Das. Taschenlampe. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt haben wir schon. Oh, es ist Winter, ne? Oh, es ist Winter mittlerweile, würde ich sagen. Was tragen wir denn für eine Klamotte? Haben wir unsere taktische Jacke an? Die schützt mehr und mehr, aber das ist unser Pullover, den wir anhaben, ist wärmer. Behalten wir den Pullover an. Oh, wir haben aber. Das zieht schon ordentlich an der Ausdauer. Guck mal, wie weit wir frieren oben. Schon gut ein Drittel vom Ausdauerbalken weg. So, da haben wir euch Ekelviecher. Bei denen kann man sogar ganz gut ausweichen. Vielleicht können wir die einfach so ein bisschen umlaufen. Die Babys. Die Horrorbabys. Guckt das mal an, und das wird ja. Ist unglaublich, was das für ein riesen Höhlensystem hier ist. Da krauchen sie überall rum. Und wie viel von den Arbeitern auch hier waren. An der Oberfläche haben wir nur so ein paar gefunden, aber hier ist ja alles voll. Ah, pass auf, nicht anspringen lassen von den blöden Viechern. Die kosten auch jedes Mal einen Panzerung, wenn die uns treffen. Zum Glück halten die, obwohl diesmal hat er uns gar nicht erwischt. So richtig. Da ist noch so ein Wurstmann. Muss ein Riesenteam auf der Insel gewesen sein. Und ja auch gar nicht allzu lange vor uns, weil die sind ja nicht wirklich hier. Das ist ja noch keine Grippe. Die sind noch nicht wirklich lange hier, so wie das aussieht. Die müssen kurz vor uns hier angekommen sein. Weil das. Die Familie wurde wie lange vermisst? 31 Wochen. Die sind aber noch keine 31 Wochen hier. Das heißt, die sind auf jeden Fall nach denen noch angekommen. Um hier irgendwas zu vermessen. Und gefunden haben wir ja auch schon was gelesen, dass wir irgendwas gefunden haben. Ein Artefakt und ein Würfel. Oder dann war das auf der Zeichnung doch ein Würfel. Der Würfel, von dem die gesprochen haben und keine Grube. Natürlich. Autsch, sag mal. Was soll denn das? Wo kommst du denn her? Scheint ja nicht gerade eben noch hier, oder sind das wieder zwei jetzt? Wo krauchen überhaupt die Viecher noch rum? Da kommt noch eins gekraucht. Wann ist der schnell? Steht er wieder plötzlich neben uns? Aber eigentlich können wir den, glaube ich, sogar stehen lassen. Warum sollen wir den jetzt bekämpfen? Den können wir doch, glaube ich, ignorieren, ne? Der schleicht doch da jetzt so vor sich hin. Der kriegt doch gar nicht mit, wenn wir hier einfach vorsichtig... Weil von wegen. Kommt schon hinterher. Und seine ollen Viecher auch. Wo ist er jetzt hin? Da! Oh! Alles klar, wenn er im Vollsprint ankommt, dann erwischt er einen aber auch richtig. Ich glaube, wir müssen uns doch hier gleich ein Feuer aufstellen und den aus dem Weg räumen. Oder eigentlich sehen wir hier doch, glaube ich, ganz gut noch, ne? Oder? Warte mal, erstmal du noch aus dem Weg. Frisst er sogar noch an dem Arbeiter rum. Guck ich das mal an. Ja, okay, hier ist doch ziemlich dunkel. Hier sind keine Lampen an. Nee. Ho, nee. Oh, keine gute Idee. Nee, das ist keine gute Idee. Okay, im Nahkampf riskieren wir das lieber nicht. Versuch war es aber wert. Wir haben genug Reserverüstung, ist nicht so schlimm. Wir haben auch zu wenig Ausdauer. Vielleicht können wir aber hier so ein bisschen das Gelände für unseren Vorteil nutzen. Kommt noch einer angekrabbelt. Hab dich gesehen. Horror-Mutanten-Baby. Macht er jetzt? Ho. Oh, da kommt noch so ein Spinnenvieh angekraucht. Oh, aufpassen. Hört gar nicht auf, rumzuwedeln.
Nee, 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 das ist nicht gut. Hier, nimm den Speer so. Und noch einen. Und das reicht. Ging aber eigentlich auch sogar noch. So, geht's jetzt hier weiter? Sieht so aus, ne? Von da sind wir gekommen, würde ich sagen. Oder? Ja, 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 von, wir sind von da gekommen, wo das Krabbelvieh, wo das Spinnenkrabbelvieh gerade herkam. Würde ich sagen. Immer das Leder mit. Da kraucht noch einer rum. Mal ganz kurzes Stück zurück hier. Nee, 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 wir sind von da gekommen, wo das Vieh gerade rumgekrochen ist. Haben wir da einen ausgelassen oder übersehen? Auf jeden Fall geht's hier hinten weiter. Da kommen sie, da kommen sie. Oder? Ja, ja, klar, hier ist die Zeichen von. Hier sind wir gekommen, alles klar, dann geht's da weiter. Dann haben wir irgendwo so einen Doppelkrabbler übersehen. Und von euch auch noch eine Menge. Lieber doch aus dem Weg räumen hier. Dass die uns hinterher gekrochen kommen. Noch einer. Und noch einer. Wie das heilt hier, wenn wir ins Wasser pieksen. Lauf, 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 lauf. Noch einer. Wo kommt die alle her? Ich höre sogar noch einen rumkrauchen. Okay, hier geht's aber jetzt weiter. Hier hinten, wo es immer schmaler wird, ist der einzige Weg. Hier geht's weiter. Alles klar. Wir füllen die Rüstung auf. Wie gut das geht. Klack, 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 klack. Wieder voll die Fleischrüstung. Ich schätze mal, wir sehen jetzt genauso aus wie so ein ekliger Fleischkannibal. Wahrscheinlich auch mit diesem lustigen Kopfschutz. Aber egal, wenn es hilft, hilft. Leute, wie weit sind wir jetzt hier schon unter Tage? Wir sind schon ewig, ewig weit weg vom... Vom Auto. Habe ich unser Zelt wieder abgebaut oben? Mist, Leute, wir müssen einmal zurück. Ich hab's vergessen. Ah, es tut mir leid, wir müssen zurücklaufen. Ich glaube, ich habe es nicht abgebaut. Ich bin nicht sicher jetzt gerade. Ah, zurücklaufen. Einmal ganz kurz nochmal vorbei an dem Zwillingskrabbler. Oh, einen Energy Drink kann man hier noch übersehen. Geld. Laptop-Teil nehmen wir auch nochmal mit. Einmal ganz kurz gucken, weil ich will keine Zelte hier drin zurücklassen. Keine Speicherpunkte. In den Höhlen. Wahrscheinlich habe ich es abgebaut, ne? Oh. Noch ein Wurstmann, den wir auch übersehen. Aber unser Zelt habe ich abgebaut. Okay, ihr Lieben. War nur kurzes Stück zurück. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Die Folge hat ja gerade erst angefangen. So. Okay, hier geht's weiter. Und dann geht's hier weiter. Rüstung ist voll. Ausdauer könnte besser sein, aber es liegt einfach daran, dass es kalt ist. Sollten wir uns dafür auch mal kurz ein Feuer anmachen. Taschenlampe. Batterie. Oh, 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 oh. Was ist das denn jetzt hier, Leute? Nochmal so ein offener Bereich, aber deutlich niedriger jetzt hier. Achso, ich glaube, wir machen hier vorne mal kurz uns hier ruhig mal eben ein Lagerfeuerchen an. Dass wir uns vielleicht ein bisschen daran aufwärmen können. Keine Ahnung, ob es was bringt. Uns hier in der Höhle aufwärmen können. Ja, doch, bringt was. Ein bisschen können wir uns aufwärmen. Oh ja. Oh ja, das ist gar nicht schlecht. Wir können uns glatt aufwärmen hier unten noch. So, schmeiß drauf. Was haben wir hier noch? Verdorbenes Fleisch. Können wir nochmal durchbraten, dann ist es wieder gut. Nochmal verdorbenes. Alles verdorben. Kommt nochmal drauf. Mal sehen, ob es noch geht. Oder vielleicht geht das ja auch nicht mehr. Vielleicht haben sie solche Kleinigkeiten auch schon rausgepatcht.
Mal gucken. Wärmen wir uns im Moment auf. Hält wahrscheinlich eh nicht lange. Sobald wir ein bisschen laufen, werden wir wahrscheinlich relativ schnell wieder frieren. Oh, irgendwas brummt auch noch. Durch die Höhlengänge. Oh, Mist. Nee, doch, ist wieder essbar. Sehr schön, das geht noch. Hm, kein Problem. Sieht man gar nicht unter der knusprigen Kruste jetzt. Dass das Fleisch schon ein bisschen grün ist. Alles klar, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Speer raus, Taschenlampe ist aufgeladen. Das ist so gut, Leute, gemacht hier. Und diese... Oh, da ist eine Kiste. Jetzt können wir uns schon mal drauf freuen, was uns alles... dann auch demnächst mal über Tage begegnet. Weil die Viecher, die wir jetzt hier gesehen haben, die haben wir damit freigelassen, sozusagen. Die können jetzt raus aus ihrer Höhle. Und werden uns auch noch draußen im Wald begegnen. Und an unserer Basis. Da haben wir noch einen Wurstmann. Da haben wir noch einen. Und da sind auch noch ein paar normale dazwischen. Leute, guck mal, hier ist nochmal so ein Riesen. Ich bin kurz erschrocken. Hier ist nochmal ein riesiger offener Bereich. Da komm mal vorsichtig rangewackelt, dann piekse ich die weg. Ganz ruhig, ganz ruhig. So viel halten die ja zum Glück nicht aus. So, da ist noch ein Wurstmann. Zwei. Oh, er kommt rübergesprungen. Oh, 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 da stehen sie, die normalen. Überall hier unten. Das scheint trotzdem nur in eine Richtung zu gehen. Warte, 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 warte. Lass uns mal ein bisschen gucken. Die ollen Viecher. Ja, ich glaube, es geht wieder nur da oben Richtung Licht. Ja, ist einfach nur ein großer offener Bereich, wo nochmal jede Menge von diesen Viechern unterwegs sind. An denen wir jetzt aber schon ganz gut vorbeigekommen sind, möchte ich mal behaupten. Oh, 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 und da vorne ist noch wieder so einer. Ei, 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 ei. Okay, jetzt kommen sie alle. Hauen sich erstmal gegenseitig ein paar auf den Platz. Sehr schön. So, der da oben ist auch verschwunden. Da geht es auf jeden Fall einen schmalen Gang rein. Da möchte ich aber nicht von so vielen von denen verfolgt werden. Au, au, au. Ein paar haben wir schon gut angeschlagen. Auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt der Dicke dazu. Und haut seine Freunde um. Sehr schön. So will ich das sehen. Oh, oh, oh. Vorsicht, Abstand, Abstand, Abstand. Bisschen zurück, bisschen zurück. Vor allem auch mal durchschnaufen. So, der hat nochmal einen von seinen Freunden erwischt. Bin zufrieden. Er arbeitet gut mit. Oh, au, 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 au. Noch eine Watsche, aber von denen geht's. Ja. Oh, aufpassen. Der hat gesessen. Der kippt schon um. Naja, alles klar. Da kommt noch einer gehüpft von der Seite. Rum, 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 rum. Auf der anderen Seite erstmal. Da kommt er. Alles klar. Kurz durchschnaufen. Matte raus. Rüstung auffüllen. Komm, wo ist unsere Rüstung? Da. Hier liegen aber schon wieder genug rum. Oh, ah. Ungünstig. Direkt nach dem Rüstung auffüllen gleich wieder einen Verpass gekriegt. Noch einer von den Kleinen. Dem ist der Arm weggesegelt. Den haben wir mit Sicherheit erwischt. Die Frage ist, wie weit können wir es riskieren, uns jetzt neue Rüstung zu holen, während die hier nur rumlaufen? Ich glaube gar nicht. Oh, 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 oh. Die Kleinen haben wir alle. Autsch. Die Kleinen haben wir alle, würde ich sagen. Also die normalen. In der Halle hier. Durchschnaufen. Durchschnaufen. Da kommt er wieder gelaufen. Hat uns auch echt erwischt. Der rennt auch hinterher mit seinem Laufangriff dann. Hier, hol mal die Rüstung von dem schnell. Komm. Zack. Hol dir die Rüstung von dem. Oh nein, kommen sie beide.
ist ungünstig. Das ist ungünstig. Wir müssen die aus dem Weg räumen. Da ist noch einer. Au, 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 au. Das ist alles ungünstig. Okay, Stück zurück. Stück zurück, Stück zurück, Stück zurück. Da oben steht der nächste. Nee, das wird so nichts. Wir brauchen hier eine Lichtquelle. Brauchen hier wieder ein Lagerfeuerchen hier unten. Schnell. Oh, da kommt noch einer an. Mist. Sehe ich das Feuer nicht mehr. Verzieht euch! Er hat auf jeden Fall wieder seinem Kollegen ein paar verpasst. Da steht unser eines Feuer. Okay, okay, wir schaffen das aber. Wir schaffen das aber. Doch, du hast ja schon ein bisschen Schaden genommen. Zack. 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 Und aufpassen. Ich wollte eigentlich nur meine Speere wieder haben. Jetzt. Oder auch nicht jetzt. Haben wir sie alle wieder gekriegt, unsere Speere? Ich glaube nicht. Doch. Versemmelt. Zwei haben wir wieder. Hab ich nicht. Okay, okay, okay. Ich glaube, er ist umgekippt. Ja, der ist umgekippt. Okay, sehr gut. Jetzt aber. Hol dir das. Das war jetzt übel. Ich habe mich aber auch ein bisschen dämlich angestellt. Ich hätte nicht so viel rumlaufen sollen. Wir hätten gleich hier vorne ankommen sollen in der Halle. Ein Feuerchen anmachen. Und die Viecher zum Feuer locken. So, gib her. Das machen wir jetzt auch. Hier Feuer an und die anderen beiden kommen hier vorne hin. Die locken uns hier zum Feuer. Mach an. Brennt ja nicht wirklich lange, leider. So. Schmeiß was rein. Zack, 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 zack. Der hält auch noch ein bisschen von mir aus. So. Und da hinten steht er. Schön im Licht, gut zu sehen. Trotzdem drüber weggeschossen. Den auch. Haben wir. Haben wir. Ich höre noch einen. Den dritten. Gib mir alle Pfeile. Gib mir die Rüstung. Läuft aber auch noch ganz okay jetzt wieder. So, Rüstung. Wo ist der dritte? Da, 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 da. Leute, jetzt weiß man, da sieht man wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich viel. Aber wenn er hier gerade steht, will ich ihn weghaben. Komm ein bisschen ins Licht. Ja, komm. Komm, wir gucken mal von der Seite. Wie das Licht so ein bisschen im Rücken haben. Da ist er. Oh. Ja, da ist er. Komm. Kipp um, du rolles Vieh. Ja, den haben wir auch. Alles klar, wir können Licht wieder anmachen. Sehr schön. Zack, 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 alle Pfeile her. Gucken, was wir vorbeigesammelt haben. Hier sehe ich nichts. Doch, da hängt noch einer. Müssten aber eigentlich sogar zwei sein, die hier noch sind von den Pfeilen. Egal, lassen wir. Müssen auch nur ein paar neue Speere gleich bauen. So, da bist du. Nehm die Rüstung mit. Wir gucken nochmal durch, dass wir die, die wir alle erwischt haben, dass wir uns da noch die Rüstung holen jetzt. Da liegt noch einer. Den haben wir schon. Den haben wir schon.
Sind die anderen schon despawned, die wir hier erwischt haben? Eigentlich verschwinden die nicht so schnell. Sieht aber so aus, Leute. Die liegen hier gar nicht mehr rum, die normalen, die wir erwischt haben. Nee. Okay. Dann haben wir jetzt das an Rüstung, was wir haben. Ziehen wir es wieder an. Okay, füllen wir den Rest mit Knochenrüstung auf. Was wir an Rüstung haben, ziehen wir auf jeden Fall an. Weiter geht's. Weiter geht's. Ist das gut hier unten? So, dich haben wir, ne? Da hängen sie auch rum, da oben. So, das ist jetzt der einzige Weg. Wo es noch weitergeht. Wir waren echt eine Menge von denen unterwegs, ne? Ob wir irgendwo anders rauskommen, frage ich mich gerade dann. Vielleicht an einem anderen Höhlenein- oder Ausgang eben. Wenn wir hier so weit reinlaufen, ob das vielleicht zwei verbundene Höhlen sind irgendwie. Oh, Krabbelviecher. Lass sie nicht mal anhüpfen von denen. Zu wenig Ausdauer einfach wegen der Kälte. Ist immer zu langsam. Da hinten kommen noch mehr gekraucht. Wo ist er hingeflogen? Da. Nee. Da ist noch einer. Oh. Die Kälte macht uns echt zu schaffen. Ah, ihr ekligen Viecher. Hat schon wieder Rüstung gekostet. Haben die eigentlich irgendwas dabei hier? Nee, ne? Die haben alle nichts dabei. Du auch nicht. Dass wir vielleicht schon an irgendeiner Schlüsselkarte vorbeigelaufen sind zum Beispiel. Hier, wer weiß. Hoffen wir es mal nicht. Ich denke, die haben hier alle nichts dabei irgendwie. Okay, wir warten kurz, bis die Batterie nachgeladen wird. Puh, ist das gut. So. Seile haben wir, glaube ich, voll. Naja. Ihr habt sonst nichts dabei. Okay. Yes. Ich glaube, Leute, wir kommen langsam... auf jeden Fall wieder ein Stück nach oben. Kommen wir vielleicht wirklich irgendwo anders raus dann jetzt hier? Ho, 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 ho. Moment, können wir jetzt in zwei Richtungen weiter? Hoffentlich nicht. Doch, hier geht's auch weiter, ne? Ne, hier geht's nicht weiter. Armbrustbolzen. Hier sitzt noch mal einer mit Nachrichten. Missing CEO. Ah, er wusste aber davon. Er hat zumindest die Zeitung hier gehabt. The Sunset Times. Also die wussten, dass es hier einen vermissten Milliardär gibt, auf jeden Fall. Was sind das da... Guck mal, da hinten läuft irgendein Seil lang da. Oh, 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 oh. Da läuft irgendein Seil rüber. Da drüben kann man sehen. Auf jeden Fall kommt man nicht weiter. Aber sehr schön. Gut, dass es nur einen Weg gibt, an dem wir jetzt weiter können. Das wäre jetzt noch gewesen, wenn es hier auch noch zwei Wege gegeben hätte. So, da sind wir rumgekommen. Dann geht es nur hier weiter. Oh, oh, Leute. Kommen wir in eine Speisekammer von denen. Lecker, lecker, lecker. Hier ist noch über, hier ist noch über dieser Schleim hier. Den die Wurstmänner produzieren. Wurstwasserschleim.
Ich glaube, wir kommen hier langsam raus, Leute. Oh, noch so eine Horde von denen. Ach schade, jetzt sehe ich gerade, wenn sie gerade alle auf einem Haufen sind, schmeiß mal Molly rein. Aber schätze mal, die rennen dann genau in dem Moment los, wenn ich das Ding werfe. Schmeiß mal... Ach so, ja, das wird ja nichts. Ich muss das Feuerzeug wieder so rausnehmen, wenn die Taschen apart ist. Feuerzeug. Ja, komm, wir zünden den mal an hier. Wir haben ja ein paar davon noch auf Reserve. Wir gucken einfach mal. Vorsichtig rankommen, sodass sie dann nochmal auf einem Haufen sind. Ne, jetzt kommen sie schon alle gekrochen. Werf trotzdem mal einen dahin. Ja, nimm den Speer wieder raus. Ja, doch, einer ist durchgekrabbelt hier, ne? Den hat's erwischt. Alles klar, Taschenlampe wieder raus. Weiter geht's. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, eventuell wieder rauszukommen hier. Dich. Die sind alle noch unterwegs, ne? Von denen aber kaum einen erwischt bis jetzt. Au, 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 au. Weg mit dir, Ekelvieh. Weg mit dir. Mit dir auch. Oh. Schluss jetzt hier. Was liegt da? Noch was zu essen? Und was schnauft da? Noch ein Wurstmann. Noch zwei. Da kannst du aber nicht durch, ne? Oder? Kannst du da durch? Wahrscheinlich kann er da durch. Nee, kann er nicht. Ah! Nutzen wir diese günstige Gelegenheit aus. Au, shit. Ah. Oh, guck mal, wie die in die Knie gehen, wenn man denen in die Beine piekst. Ist das übel. Aufpassen. Einen haben wir. Komm näher, komm. Komm, komm. Natürlich heftig. Da wieder. So kann man die natürlich auch außer Gefecht setzen. Oh, wir haben in seinen ekligen Schleim reingeraten. Oh, in den Wurstwasserschleim. Oh. Oh. Oh, puh. Wurstwasserschleim. So, gib mir deine Rüstung. Zack. Moment jetzt mal. Wir sind da reingekrochen. Wo geht's da jetzt hin? Nach oben noch hier? Oh, hier liegt einer. Nochmal eine Leuchtfackel, bisschen Munition. Laptop. Weiter geht's hier nicht. Du hast sonst nichts dabei, ne? Das ist aber schon einer von dem Rettungsteam hier. Also nicht nur das Vermessungsteam, auch das Rettungsteam war hier. Oh nee, Leute. Wasser und Krauchbabys. Ah, und ich stelle mich natürlich wieder extrem gut an. Die ganze Rüstung weg. Oh, 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 oh. Weg mit dir. So, Moment, wo geht's jetzt hier weiter? Ich glaube nur hier, oder? Ich will da unten aber auch nochmal gucken. Wir müssen die aber erstmal loswerden jetzt hier. Weg mit dir. Aber nicht da unten drin kämpfen. Sondern hier ein bisschen auf der Fläche. Au! Trotzdem erwischt. Und trotzdem erwischt. Und ihr gebt nicht mal Rüstung wieder, ihr blöden Viecher. Noch einer und noch einer. Und noch einer. Die von allen Seiten angeflogen kommen. Die war das erste Mal richtigen Schaden hier.
Oh, ein Wurstmann dazu. Und auch noch in der Sackgasse stehe ich drin. Ungünstig. Zurück, 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 zurück. Matte auf. Ladies nehmen. Sehr gut. Oh, nur noch zwei. Jetzt wird's knapp, Leute. Die ganze Zeit hat man so viel Rüstung über. Da sollst du die Knochen nicht in die Hand nehmen. Du sollst davon eine Rüstung bauen. Wenn wir denn noch eine bauen können davon. Haben wir denn vier Knochen? Ah, ist schlimm. So, nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Alles klar. Klebeband und ein Seil. Wenigstens ein bisschen Rüstung. Und dann jetzt schön vorsichtig. So, Seil, Klebeband. Und nochmal vier. Ja. Alles klar. So. Auffüllen. Hat er nicht angezogen. Anziehen. Eins, zwei, drei. Das ist nochmal vier, ne? Yep. Also noch eine. Stell her. Seile finden wir hier unten ja genug und auch draußen genug. Anziehen. Okay. Energy Drink obendrauf. Und Energieriegel obendrauf. Und noch ein Schnitzel obendrauf. So. Alles klar. Geht wieder. So. Aufpassen, 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 aufpassen. Wie viele von denen hier einfach noch unterwegs sind. So, das ist alles Sackgasse hier, ne? Wir können nur da oben weiter, wo der Wurstmann war. Gehen wir auch mal ein Stück weiter. Hoffen wir, dass sie nicht so weit hinterherkommen. Und dass nicht mehr so viele von vorne hier ankommen. Da sind nochmal welche von den Krabbelviechern. Von denen jetzt nach Möglichkeit. Oh, nicht mehr so viel erwischen. Das war irgendwie noch einer von der Rückseite angekrochen. Puh. Alles klar, Leute. Sieht nach Sackgasse aus. Ho, 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 ho. Gehen wir hier oben weiter. Da ist das Seil, Leute, was wir gesehen haben von der anderen Seite. Da ist... Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, ne? Wie gut! Die findet man in der ersten Höhle neben der Absturzstelle. Das ist natürlich... Wir haben die Seilrutschenkanone gerade gefunden, würde ich mal schwer behaupten. Aber mal ganz schwer. Und hier hat so eine Taschenlampe dran, so wie es aussieht. Hier so ein Lichtpunkt. Alles klar. So, was haben wir hier? Ein Stück Stoff. Wir können uns... Moment mal. Moment mal. Wir können hier fahren, Leute. Oh, 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 oh. Wo fahren wir denn aber hin, dann ist die Frage. Da würde ich eigentlich gerne vorher speichern, aber wahrscheinlich kriegen wir hier kein Zelt aufgestellt jetzt genau hier, ne? Pass mal auf, das ist wahrscheinlich zu uneben. Ja, aber vielleicht ein Stück zurück hier vorne. Hier müsste es eigentlich gehen, oder? Ja, sehr cool. Wir da irgendwo ins Unbekannte fahren. So, nimm die Plane weg. Speichern, nicht schlafen sollst du, ne? Speichern. So, zack. Einmal hier oben. Und pack wieder ein. Hm. Hm. Da unten liegen auf jeden Fall welche rum. Ja komm, was soll's. Man sieht auch gar nichts, wo man hinfährt. Natürlich, super. Und irgendwas hat sich da schon bewegt. Oder? Natürlich. Ein Spinnenkrabbler. Oh, genau jetzt, wo die Batterie leer ist. Ich
wollte erst noch oben stehen bleiben. Lad nach. Da ist er. Ein Zwillingskrabbler. Noch ein Vieh. Noch ein Zwillingskrabbler. Hier liegen noch ein paar rum. Wow, wow, wow. Aber wir haben die Seilrutsche, Leute. Ist das gut? Das ist ja super, Leute. Damit können wir jetzt unsere Bauprojekte so richtig umsetzen. So richtig, richtig umsetzen. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier wieder raus. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen in dem Raum mit den Krabblern. Moment, wir gehen nochmal einmal zurück zu den beiden Toten, die da saßen. Nur nochmal abgucken, dass da einer von denen doch eine Schlüsselkarte dabei hat oder sowas. Auch auf die Gefahr, dass wir nochmal angesprungen werden von denen. Wobei die ja meistens da recht ruhig rumstehen. Du hast nichts dabei gehabt. Du hast nichts dabei, ganz sicher nicht. Alles klar, raus hier. Weiter raus hier. Obwohl, von den beiden könnte man die Rüstung noch ganz gut brauchen. Aber egal, Mutantenrüstung kriegen wir jetzt auch draußen. Es werden jetzt auch draußen uns Mutanten begegnen. Die können wir schon wieder auffüllen. Das ist kein Problem. So, jetzt will ich erstmal raus hier. Jetzt will ich erstmal raus hier. Und dann können wir... Es wird so gut. Es wird so gut, Leute. Oh, shit. Das wird so gut. Immer Feuerzeug. Bauen wir ein paar Mollys. Können wir den vielleicht wieder abkokeln da oben. Und vielleicht werde ich ein bisschen was dann schon vorbereiten. Mit unserer Seilrutsche, dass ich schon mal ein paar Baumstämme rüberhole. Damit wir auch wirklich weitermachen können. An unserem Bauprojekt. Weil die Lager waren ja auch gerade alle leer. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Erstmal anzünden. Der hat schon mal gesessen. Gleich wieder den nächsten anzünden. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Noch einen drauf. Dran vorbei. Dran vorbei am eigenen Feuer. Der quietscht noch. Mal ran. Da sitzt er. Treffer. Zwar fällt er aber nicht um nach dem dritten. Doch, jetzt. Alles klar, sehr schön. Vorsicht, nicht verbrennen. Gib uns dein Leder. Ein bisschen Mutantenleder noch rausnehmen auf dem Weg nach draußen. Und wir müssen auch uns ein bisschen beeilen. Ich möchte eigentlich noch in dieser Folge wenigstens den Ausgang sehen. Wir sind aber schon gleich bei einer Stunde Folgenzeit. Oh, das sieht verdächtig gut aus hier. Das sieht verdächtig gut aus hier, Leute. Wir sind raus. Mal gucken, ob es Tageslicht ist noch oder ob wir jetzt im Dunkeln rauskommen. Da können wir uns gleich hinlegen. Auf jeden Fall kommen wir im Winter raus, bin ich mir sicher. Ja, es ist Winter und es ist wie spät schon wieder? Ganz ruhig. 19.10 Uhr. Wer ist denn jetzt hier draußen unterwegs? Da ist schon so ein Spinnenkrabbler. Alles klar, Lampe an. Guck mal, hier ist ein nicht markierter Höhleneingang jetzt, an dem wir rausgekommen sind. Ne? Wie gut. Lass uns einmal kurz auf die Karte gucken und hoffen, dass das Vieh jetzt nicht anspringt. Kleines Stück oberhalb. Also da unten ist dann unser Camp am Absturzplatz. Da gehen wir jetzt auch hin. Dann verbringen wir da die Nacht und dann gehe ich rüber und bringe auf jeden Fall schon mal ein paar Baumstämme mit unserer Seilrutsche rüber. Wir müssen nur der Straße jetzt hier folgen, ne? Ganz kurz. Da lang. So müssen wir gehen. Taschenlampe wieder an. Okay, auf geht's, ihr Lieben. Rüber zum Zelt. Kommen wir ja genau passend jetzt hier raus zum Abend. Können wir uns hinlegen. Sind wir schön ausgeruht. Ein paar Vorräte können wir auch gleich wieder auffüllen hier am Hubschrauber. Wie gut, Leute. Und wir haben die Seilrutschenkanone. Das ist ja so gut. War aber auch jetzt nicht ohne die Höhle, muss man mal sagen. Also das hat nichts damit zu tun, dass es die erste Höhle neben der Abschutzstelle ist, würde ich sagen. Also da braucht man nichts drauf geben. Dass das irgendwie, ne? Oder wer weiß, die anderen Höhlen werden dann noch heftiger. Und das war jetzt schon trotzdem noch eine friedliche Höhle. Wer weiß, wer weiß. So, hier ist unser Zeltchen. Legen wir uns schlafen, ihr Lieben. Und dann müssen wir zum Ende dieser doch sehr langen Folge jetzt kommen. Ach, Taschenlampe aus. Wir sind draußen. Es ist ein bisschen frisch. Aber es geht uns gut.
So, okay, Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs dranbleiben. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.